Ja, wir zeigen hier bei der Telekom unsere neue Entwicklung Entertain to Go. Entertain wird mobil. Ich kann Entertain demnächst auch auf mobilen Geräten, wie beispielsweise diesem iPad oder einem Android oder auch am PC nutzen. Zum Start werden wir 40 TV-Sender mit an Bord haben. Wir schauen mal hier, können wir uns beispielsweise ARD schauen. Mit einer einfachen Bewegung können wir die Programme wechseln. Relativ einfach. Wir haben auch die Möglichkeit, Programme direkt anzuwählen, indem ich hier den jeweiligen Sender auswähle. Wenn uns dieser Sender zusagt, haben wir auch die Möglichkeit, über einen Knopfdruck das zum Fernseher rüber zu schicken und dann wird dieses Programm am Fernseher angezeigt. Was wir auch integriert haben, sind die Empfehlungen, die wir schon von Entertain kennen. Das bietet dem Kunden die Möglichkeit, die Fernsehprogrammwünsche einfach sich inspirieren zu lassen und zu schauen, was denn derzeit hier läuft. Natürlich angepasst auf die Sender, die wir hier verfügbar haben. Was wir auch noch gebaut haben, ist eine Fernbedienung. Das heißt, mit dieser Fernbedienung, die innerhalb der Entertain-to-Go-Applikation enthalten sein wird, habe ich die Möglichkeit, sehr, sehr einfach Programme zu wechseln, laut und leiser zu machen, das laufende Programm anzuhalten und so weiter und so fort. Zusätzlich haben wir unsere Videothek mit an Bord. Das heißt, ich habe hier eine sehr bequeme Möglichkeit, durch den Content durchzustöbern, zu schauen, was läuft, was gibt's Neues, was sind Top 20 drin. Ich habe die Möglichkeit, mir einen Trailer anzuschauen, wie hier. Trailer startet und auch hier wieder die Möglichkeit, über diesen Knopf den Trailer auf den Fernseher rüber zu schicken. Als Entertain-Kunde im Bereich Mein Entertain steht die Möglichkeit, die Aufnahmen, die ich auf der Entertain-Box habe, zu verwalten. Ich kann meine Suchaufträge synchronisieren. Die Merkliste ist genau dieselbe wie auch auf meiner Entertain-Box und habe Zugriff auf meine geliehenen Videos. Bedeutet, einen Film, den ich einmal über Entertain erworben habe und 48 Stunden anschauen kann, kann ich auch hier schauen, indem ich auf Film ansehen gehe. Und hier habe ich die Möglichkeit, den Film entweder auf dem Gerät oder auf dem Fernseher abzuspielen. Ich spiele ihn einfach mal hier lokal ab. Wird hier abgespielt, der Film startet, habe oben über die Zeitleiste eine Möglichkeit, ihn vorzuspulen. Jetzt muss ich nur treffen. Jetzt haben wir ein bisschen vorgespult, kommt zu Hause an und wieder mit einem Knopfdruck wird der Film genau an dieser Stelle auf dem Fernseher weiterlaufen. Entertain to Go wird voraussichtlich Ende des Jahres auf den Markt kommen, wird als Zubuchoption für Entertain-Kunden verfügbar sein und wird 4,95 € monatlich kosten.